Sportshow wird Ihnen präsentiert von der Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main. Alle fahren mit. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Sportshow. Das Radrennen am 1. Mai heute unser großes Thema, aber es ist nicht das einzige. Das heute unsere Themen. Viel Spaß, über 500 Kinder beim Skip-Festival des Sportkreises Frankfurt. Viel Spannung, Radrennen am 1. Mai, Jahr 1 nach der Terrorwarnung. Viel Unterhaltung im Interview der zweifache Frankfurt-Sieger Fabian Wegmann. Wir starten allerdings mit unseren kleinsten Skip-Schulkids in Bewegung. Das Programm des Sportkreises Frankfurt soll dafür sorgen, dass die Schulkinder noch mehr Sportunterricht bekommen. Das Ganze wird von Vereinen gefördert und das große Skip-Festival, das fand jetzt in Frankfurt statt. Über 500 Kinder waren dabei beim Skip-Festival 2016 und damit so viel wie noch nie. Die Frankfurter Vereine hatten einen sportlichen Wettbewerbsparcours aufgebaut, in dem die Kids gefordert waren. Die verschiedenen Angebote ist genau das Ziel vom Skip-Festival. Dass die Kids unterschiedliche Sportarten einfach ausprobieren können, auch Dinge, die sie noch gar nicht kannten und damit Neues kennenlernen. Das macht ihnen viel Spaß. Und den Helferinnen und Helfern macht es auch Spaß, wenn Kinder sich freuen. Glückliche Kinder gab es überall. Es wurde geworfen, gesprungen, gerannt oder einfach nur Spaß gehabt. Und die Vereine zeigten, dass es nicht immer die großen Dinge sein müssen, um Kinder zum Sport zu animieren. Wer eine Station geschafft hatte, bekam einen Stempel. So waren die Nachwuchssportler immer motiviert. Doch nicht nur das Festival ist eine Erfolgsgeschichte, sondern die ganze Aktion Schulkids in Bewegung. Denn dadurch, dass Vereine bei Frankfurts Erstklässlern eine zusätzliche Sportstunde anbieten, ist es eine klassische Win-Win-Situation für die Kinder und für die Vereine. Ja gut, die Kinder lernen erstens Bewegungsmöglichkeiten, verschiedene Sportarten und die Vereine erhalten einen Zugang über einen ganz anderen Weg, indem sie nämlich durch die Kooperation an die Schule gehen und damit auch für sich und ihren Verein werben können. Die Lust am Sport und vor allem am Vereinssport soll durch Skip gefördert werden. Skip mit Sicherheit auch ein Grund, warum die Zahl der Vereinsmitglieder in Frankfurt auf über 197.000 gestiegen ist. Das Festival aber auch eine Möglichkeit für junge Vereine, sich zu zeigen. So wie der Frankfurter Quidditch-Verein. Den Sport, den viele nur von Harry Potter kennen, ist beispielsweise in den USA sehr verbreitet, in Deutschland dagegen aber kaum. Also hier in Deutschland ist es einfach noch nicht so bekannt, die Sportart. Und da ist eine Veranstaltung mit so einer großen Reichweite natürlich super. Kinder sind natürlich auch extrem begeisterungsfähig, das ist für uns auch toll. Und am Nachwuchs hapert es beim Quidditch momentan noch so ein bisschen. Von daher ist es toll, wenn wir hier so ein paar Jüngere auch für die Sportart begeistern können. Unter den Nachwuchssportlern waren aber auch schon halbe Profis dabei. Und wer so viel Sport macht, kann auch einen Bullen besiegen. Für die Zukunft von Skip wünscht sich der Frankfurter Sportkreis. Ich denke, wir sind auf dem richtigen Weg. Das Projekt kommt in der Bevölkerung bei den Eltern an. Muss die Politik in Frankfurt eigentlich freuen, dass sie mit dem Geld, das sie uns geben, wirklich eine gute Sache auf den Weg gebracht haben. Und wir selbst als Sportkreis wünschen uns, dass der nächste Schritt ist, dass die Politik einsieht, dem Sportkreis und den Vereinen so viel Geld zu geben, dass flächendeckend an den Grundschulen zumindest in der ersten Klasse angeboten werden kann. Am Ende gab es noch eine Tombola und die glückliche Gewinnerin des Hauptpreises durfte sich über ein neues Fahrrad freuen.
Wir machen eine ganz kurze Pause, dann das große Hauptthema von heute, das Radrennen am 1. Mai. Jetzt geht's weiter mit der Sportshow, präsentiert von der Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main. Alle fahren mit. Wir sind wieder zurück in der Sportshow. Bald ist der 1. Mai. Das heißt, es ist wieder Radrennen hier bei uns in der Region. In diesem Jahr zum 55. Mal. Und dann werden natürlich auch wieder viele Fans am Straßenrand stehen und den Radprofis zujubeln. Und die würden sich natürlich besonders freuen, wenn wieder einmal ein Deutscher als erstes über die Ziellinie fährt. Einer, der das schon zweimal geschafft hat, ist jetzt bei mir, Fabian Wegmann. Hallo und herzlich willkommen. Ja, hallo. Wie ist es denn? Ist es was Besonderes, als Deutscher bei einem deutschen Rennen als erstes über die Ziellinie zu fahren? Ja, natürlich. Vor allem bei diesem Rennen. Also es ist mein absolutes Lieblingsrennen. Ich bin ja als Elfjähriger schon in der Nachwuchsklasse gefahren. Das ist ja immer ganz, ganz schön hier bei diesem Rennen. Es gibt in jeder Altersklasse kann man hier starten und ja, wie gesagt, mit der Elfjähriger über 20 Mal bin ich mindestens schon gefahren. Dieselbe Strecke zu fahren als Elfjähriger wie die Profis, das ist halt, war für mich gigantisch früher. Und das hat mich eigentlich auch so, das war immer mein Traum, mal bei den Großen dabei zu sein. Und irgendwann habe ich es geschafft und dann habe ich es auch noch gewonnen. Also das ist schon was Besonderes hier. Was ist denn das Besondere, wenn man auf die Strecke ans Rennen geht? Ja, die Zuschauermassen. Also es ist toi, 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 ist ja meist gutes Wetter hier und ist einfach schön, wenn man die Leute am Straßenrand sieht, wie sie feiern, wie sie ihren Grill rauspacken und den 1. Mai feiern und das macht wirklich Spaß. Ja. Jetzt bist du so ein bisschen, ich sag mal, einkategorisiert in Klassikerfahrer. Bist du damit zufrieden oder sagst du, so irgendwie so eine Kategorie ist schon irgendwie komisch? Nein, das ist ja so. Also wie beim Fußball auch, irgendwann ist man dann der Stürmer, hat man sich in der Jugend entschieden oder der Torwart oder was auch immer und die Rolle probiert man da möglichst gut zu machen. Also man kann nicht auf überall mitspielen, auf jeder Hochzeit tanzen. Von daher bin ich da sehr zufrieden, ja. Aber du bist auch schon große Rundfahrten gefahren, da kommen wir später nochmal zu. Wenn wir erstmal an den Anfang gehen, du hast gesagt, du warst als Kleiner hier schon gefahren. Wie bist du überhaupt zum Radsport gekommen? Ja, es war, mein Bruder hat angefangen, also mein Vater hat so ein bisschen Triathlon gemacht, da war da das Radfahren dabei, dann fing mein Bruder ein bisschen an, dann ist er mal ersten Rennen gefahren, dann bin ich mitgekommen und wie gesagt, dann waren die ersten Rennen eigentlich sowas hier in Frankfurt, wo wir dann auch gesagt haben, da fahren wir mal hin und gucken uns die Profis auch an. Sind wir weit angereist von Münster, haben hier übernachtet und sind dann morgens die Rennen gefahren hier und haben uns dann die Profis angeschaut und ja, das hat mich einfach dazu bewogen auch einfach. Das hat mir so viel Spaß gemacht, diese ganze Atmosphäre. So bin ich dazu gekommen. Und dann bist du ja auch mal eine Zeit lang hier für Sossenheim gestartet. Richtig, ja. U23, die hatten damals eine sehr, sehr gute Nachwuchsarbeit hier. Ein sehr gutes Bundesliga-Team. Und bin ich als 19-Jähriger 3 Jahre hier gefahren, also 19, 20, 21, bis ich dann Profi geworden bin. Das heißt, du kennst die Strecken, du kennst den Taunus, wie man so schon sagt, wieder in der Westentasche. Ja, wie gesagt, auch jedes Jahr hier am Start gewesen, auch bei den Profis schon, ich glaube, 15. Mal. Also Mama und Zahmer kenne ich. Jetzt muss man natürlich sagen, auch Radsport insgesamt ist natürlich auch vom Trainingsaufwand sehr, sehr zeitintensiv, oder? Ja, natürlich. Also es ist eine Ausdauersportart und ja, wir sitzen jeden Tag, klar hatten wir auch mal einen Ruhe, haben wir mal einen Ruhetag, aber so ja, zwischen 3 und 6 Stunden sitzen wir auf dem Rad. Wie ist es denn in der Zeit als Nachwuchsfahrer, dann als Jugendlicher und sowas? Man muss ja dann auch, weil sehr zeitintensiv, auf vieles verzichten. Dann gerade in der Jugend. Gab es da irgendwann Momente in deiner Karriere, wo du gesagt hast, boah, hätte ich es lieber doch gelassen? Nein, ich habe es am Anfang, ich habe auch viel Leichtathletik noch gemacht. Ich habe das nicht zu verbissen gesehen. Ich habe da natürlich Spaß dran gehabt. Am Anfang habe ich mehr am Rad rumgeschraubt, als dass ich trainiert habe, weil die Technik mich auch wirklich interessiert hatte. Nein, ich kann da nicht sagen, dass ich was groß vermisse, aber also es war nicht so, dass ich irgendwie schon als ganz Junger in so ein Sportinternat gegangen bin und nur Radsport im Kopf hatte, sondern ich habe ganz normal auch Abitur gemacht zu Hause, ganz normal auf der Schule und
Hab als Jugendlicher auch mein Leben genossen. So soll es ja auch sein. Soll ja nicht nur vom Sport geprägt sein. Ja. 2001 dann U23 Deutscher Meister auf der Straße. Das heißt, da hat sich schon... Genau, für Sossenheim. Ja. Das heißt, da hat sich schon früh ausgezeichnet, ja, das könnte mal was werden, auch später mit der Karriere, mit Profi-Dasein und sowas. Ja, ich meine dann die ganze Saison, da war ich dann schon bei der Sportfördergruppe, bei der Bundeswehr und da lief es schon sehr gut. Ich habe die Bundesliga-Gesamtwertung gewonnen und hatte da schon frühzeitig auch Anfragen von Profiteams und ja, dann lag es auch ziemlich schnell auf der Hand. Das heißt, wie ist das zum Profiteam? Da wird man dann angesprochen oder muss man sich da bewerben? Ja, ich hatte damals schon auch einen Berater, eine Agentur, die mich da war. Aber wie gesagt, war da schon sehr erfolgreich und wenn man so erfolgreich ist, kommen die Teams dann auch auf einen zu. Das muss man natürlich, wir haben es gesagt, sehr zeitintensiv. Da muss die Familie manchmal ein bisschen zurückstecken. Ja, wie schwierig fällt dir das dann auch? Ja, immer mehr. Ich habe jetzt zwei kleine Kinder. 2 und 5 werden die jetzt im Juni. Da ist es natürlich, da fällt es einem immer schwerer. Also muss ich schon zugeben. Auch der Kleine gerade, der kann einem dann auch schon mal sagen, dass er es nicht gut findet, wenn man nicht nach Hause kommt oder wenn das man lange weh, weg oder? Ist. Das tut schon ganz schön weh. Ja. Das kann schon aber es funktioniert gut und ich meine, sie kennen es nicht anders. Aber klar, es macht es nicht einfacher. 2004, Bergtrikot beim Giro Italia. Das heißt, doch der Kletterer für die Gesamttouren? Oder wir hatten es vorhin gerade von einem Klassikerfahrer. Ja, ne, es war... es war der erste große Rundfahrt, die ich gefahren bin und am ersten Tag gab es nur einen Bergsprint an einem nicht wirklich langen Berg und das lag mir damals schon sehr. Also so kurze Sprints am Berg und da habe ich gesagt, ja, einen Tag so mal so ein Trikot haben, das ist so eine schöne Sache. Habe ich den Sprint gewonnen, hatte dann direkt das Trikot mit dem einen Sprint. Und dann habe ich jeden Tag immer probiert, in die Ausreißergruppen zu gehen und war 6-mal insgesamt dabei und habe so die Punkte eingesammelt. Also ich war nie bei den ganz großen Kletterern dabei und auch nicht im Finale. Ich habe keine große Platzierung der errungen, aber ich habe immer fleißig Punkte gesammelt. Und hinterher hatte ich, glaube ich, 2 Zähler Vorsprung. Es war sehr, sehr knapp, aber es war ein gigantisches Erlebnis für mich. Also in Mailand da auf dem Podium zu stehen, das war schon was ganz Besonderes. Vergisst man wahrscheinlich seine ganze Karriere nicht? Nee, nein. Gerade bei der Zieleinfahrt, du hast hier 2-mal in Frankfurt gewonnen. Der Otto-Normalverbraucher, der wundert sich manchmal, wie früh auf der Zielgeraden der ein oder andere schon die Hände hochreißt. Merkt man das wirklich? Jetzt kommt keiner mehr dran, weil ist ja oftmals nicht so, dass man 99% der Vorsprung hat. Ja, aber es passiert natürlich immer wieder, dass Fahrer die Arme hochreißen. Und dann doch noch einer vorbeifährt. Das sollte nicht passieren, aber die 2 Male war es dann doch deutlich. Oder da wusste ich es. Wie viel Taktik in deiner, oder erklär mal dem Zuschauer, wie viel Taktik auch in so einem Radrennen als Mannschaft, weil es ist ja kein Einzelsportart. Nein. Auf der einen Seite schon, auf der anderen Seite natürlich nicht. Nein, es ist eine absolute Mannschaftssportart. Also alleine hat man so gut wie keine Chance da mehr heute. Eine reine Mannschaftssportart und wenn ich eine Mannschaft nicht um mich drum habe, dann ist es klar, man ist die Möglichkeit schon da ein Rennen zu gewinnen, aber es ist dann ganz schwer. Vor allen Dingen, wenn man als Favorit gehandelt wird, dann gucken alle auf einen. Gerade jetzt bei dem Parcours ist er schwer im Taunus, aber es geht noch relativ lange flach und dann auch die Schlussrunden sind flach und da läuft dann auch vieles wieder zusammen. Also man muss gucken, wenn man eine Mannschaft hat, für mich jetzt zum Beispiel, die es schwer macht im Taunus, dass eine möglichst kleine Gruppe aus dem Taunus rauskommt, wo ich dann mit meinem Sprint die anderen schlagen kann. Aber wenn richtige Sprinter mit aus dem Taunus kommen und die Mannschaften das alles wieder zusammenfahren, gegen richtigen Sprinter habe ich dann keine Chance. Von daher ist das extrem wichtig, dass man auch eine gute Mannschaft um sich drum hat. So, also so ein bisschen die Taktik auch für dieses Jahr dann klar, aber das ist jetzt auch kein Geheimnis. Das ist kein Geheimnis, also das weiß jeder. Wenn ich mit Alexander Christoph da auf die Zielgerade komme, dann, besser als Zweiter wird es definitiv nicht. In diesem Jahr hoffen wir, dass es auch wieder stattfindet. Im letzten Jahr ist es ausgefallen und deshalb steht dieses Jahr alles so ein bisschen unter neuen Vorzeichen. Im Jahr 1 nach der Absage wegen Terrorgefahr ist das Objekt der Begierde. Die Siegertrophäe, der Bulle und der Bär. Sicherheitsbedenken hat der Veranstalter auch nach den Vorkommnissen im vergangenen Jahr nicht. Ich glaube, dass wir in Frankfurt so gut aufgestellt sind seitens der Polizei,
dass ich da überhaupt keine Bedenken habe. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, dass die Polizei eine Sicherheitsmaßnahmen haben, die auch ziehen. Das hat man ja eigentlich an dem Beispiel letztes Jahr gesehen. Ich stehe nach wie vor dazu, dass man letztes Jahr abgesagt hat. Und deswegen habe ich da eigentlich keine Sorge. Ne. Der frühere Profi und jetzige U23-Nationaltrainer der Schweiz, Danilo Hondo, weiß, wie schwer das Rennen in Frankfurt ist. Es geht mit dem Feldberg erstmal lange Zeit bergauf und dann der Rundkurs mit dem Mammutshainer. Doch sehr schmale Straße, wo man dann wirklich all-in gehen muss und dann wiederum eine lange Anfahrt bis nach Frankfurt zum Ziel. Ist so eine 50-50-Geschichte. Ja? Zum einen sind am Berg doch wirklich Bergfahrer, Spezialisten gefragt. Die Sprinter müssen sich drüber quälen. Und wenn die mit rüberkommen, gibt es dann meistens einen Sprint aus einer Gruppe. Doch nicht nur die Strecke ist das Besondere. Denn vom Nachwuchsrennen der Sechsjährigen über ein Inklusionsrennen bis zu den Profis werden am 1. Mai 17 verschiedene Rennen ausgetragen. Und das ist einmalig im Wettkampfkalender. Das ist ja eigentlich schon von meinem Vater, meiner Onkelseite her so geboren. Wir wollten immer, und das hat man heute bei der Pressekonferenz auch wieder gesehen, dass es viele junge Leute gibt, die schon als kleiner Bub bei uns gefahren sind, die dann im Laufe der Jahre bis hoch zu den Profis und dann nachher sogar in den Mannschaftswagen sitzen. Das heißt, die sind immer und überall schon dabei gewesen. Sie haben hier angefangen und machen hier weiter. Und das ist eigentlich das, was mich stolz macht, dass wir diese Tradition weiterführen können. Durch das Rennen der Kleinsten ist auch der Frankfurter Fabian Fritz zum Radrennen gekommen. Jetzt fährt er bei den Profis. Ich habe mit 6 Jahren habe ich mein erstes Fahrrad bekommen. Das war ein blaues Pucki-Fahrrad. Habe dann durch meinen Nachbar, der selbst Rennrad gefahren ist oder Rennrad fährt, habe ich einen Rennlenker auf das Pucki-Rad gebaut bekommen, weil mich das immer total fasziniert hat. Diese Rennlenker. Das war eigentlich das immer erste, was mir in Erinnerung geblieben ist. Und dann bin ich am 1. Mai mit 6 Jahren das erste Mal mit dem Pucki-Rad und dem Rennlenker gefahren und das war ein total aufregendes und prägendes Erlebnis, denke ich jetzt auch, warum ich jetzt immer noch dabei bin. Zu guter Letzt geht es wieder einmal um das Thema Doping im Radsport. Diesmal aber nicht Anabolika oder EPO, sondern sogenanntes E-Doping. Fahrräder, die einen zusätzlichen Motor versteckt haben. Ich meine, sagen wir ganz ehrlich, ich meine, der Radsport hat vielleicht einen gewissen Ruf in den letzten Jahren irgendwie durch all diese Thematiken erlangt. Jetzt ist es das E-Doping, es klingt einfach ein bisschen lustig. Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendeiner in der heutigen Zeit so dämlich ist, auf gut Deutsch, sich mit dem Motor an den Start zu stellen. Ich meine, klar, die technischen Voraussetzungen gibt es, das ist ganz klar, das wissen wir alle. Sicherlich, da stimme ich zu, dass es vielleicht irgendwo in den Anfangszeiten, wo das noch kein Thema war, der ein oder andere vielleicht schon mal ausprobiert hat und vielleicht auch zum Erfolg geführt hat. Aber mittlerweile sind die Möglichkeiten, sowas herauszufinden, so einfach und du rollst durchs Ziel, wirst rausgezogen und kontrolliert. Also die Gefahr, erwischt zu werden, wäre so groß. Also das lohnt sich auf keinen Fall. Ja. Für die Fans allerdings lohnt es sich am 1. Mai auf jeden Fall, an die Strecke zu kommen und die Radsportler anzufeuern. Ja, etwas ganz Besonderes beim Radrennen hier in Frankfurt, der Mammolsheimer Berg. Wie geht's einem denn da als Profi, wenn man den von unten anfährt? Es kommt auf die Beine drauf an. Ja. Also wenn man gute Beine hat, ist es natürlich schön, weil wenn man stark genug ist, kann man den anderen da wegfahren und dann ist das nochmal ein guter Punkt, um das Rennen auch für sich entscheiden zu können. Wenn man schlechte Beine hat, dann halt nicht. Ja. Wobei, man muss ja sagen, was viele Radprofis auch immer wieder sagen, der kurze Stich, ich glaube 300-400 Meter, ist noch nicht mal so extrem. Da stehen viele Zuschauer, das motiviert unheimlich. Aber hinten raus... Genau, er zieht sich ja noch ordentlich. Genau. Also es geht ja noch ordentlich berghoch mit 4, 5, 6% da teilweise. Und das ist das. Da diese 400 Meter hoch sprinten ist kein Problem, aber da oben, dann kommt das Laktat erst, ne? wie man das so schön nennt. Und dann fängt es erst an, weh zu tun. Und die wirklichen Meter kann man danach machen. Ja. Ist es auch, weil danach Ruhe einkehrt? Also die Zuschauer sind nicht mehr da. Also macht es ist das ja auch was aus? Ja, auch, aber es ist erstmal sehr, sehr hektisch reinzufahren. Es ist ziemlich wichtig, vorne reinzufahren, an dem steilen Stück. Wenn sich einer verschaltet, der bleibt hängen, dann steht man da. Und da losfahren ist ziemlich schwierig, weil es da so steil ist. Also muss man vorne reinfahren. Deswegen ist es schon sehr, sehr anstrengend, vorne reinzufahren. Also das kostet schon viel Körner, dann fährt man hoch. Das ist meistens doch gar nicht Anschlag, sondern danach kann man seine Attacke da halt fahren, weil es dann wirklich drauf ankommt. Und dann kann man auch Meter machen, weil da hochfahren, das sind ja nur 400 Meter, da kann ich keine 30 Sekunden rausfahren. Ja. Die kann ich erst danach.
Da stehen unheimlich viele Zuschauer, wie auch an anderen Punkten in Frankfurt. Wie viel kriegt man davon mit als Radfahrer? Ja, schon viel. Das motiviert auch. Und da merkt man dann auch die Schmerzen nicht so auf dem Kurzweg. Und das ist dann auch die Gefahr, dass man da schnell überreißt, wenn die Leute da einen richtig pushen und anschreien, dass man erst eben 500 Meter danach merkt, oh, das war ein bisschen schnell, wie ich da auch gefahren bin. Und dann ist es aber zu spät, ja? Dann ist es zu spät, genau, richtig, ja. Wenn wir jetzt nochmal auf die Strecke dann kommen, ist es ja auch, oder wenn man so allgemein beim Rennen unterwegs ist, nicht nur diese Punkte wie Mammelsheimer Berg, sondern auch, wo es dann wieder ruhiger wird. Was geht einem da so die ganze Zeit durch den Kopf? Ist ja doch eine lange Zeit. Ja, aber man muss sich ja ständig konzentrieren. Es geht doch ständig rauf, runter, rechts, links. Und dann gibt es Stürze, Leute, die einen Platten haben. Man muss schon immer hoch konzentriert sein. Und auch gucken, dass das Rennen so läuft, wie man sich das vorgestellt hat. Also jedes Team hat ja seine eigene Taktik, seine eigene Vorstellung, wie das Rennen zu laufen hat. Und meistens läuft es ja genau andersrum. und deswegen muss man sich da ständig Gedanken machen und immer reagieren und immer aufmerksam sein. Also groß andere Gedanken hat man da nicht. Du bist auch Tour de France gefahren. Ist das wirklich immer noch auch für euch Radfahrer der Mythos, das ganz Besondere, einmal bei der Tour dabei gewesen zu sein? Ja, also ich bin 7-mal gefahren, das war jetzt nicht nur einmal. Und ich habe ordentlich gelitten, gerade in den letzten Wochen. Immer die dritte Woche hat mir immer... War immer sehr hart für mich, aber ich habe auch da zweimal das Bergtrikot getragen und da auf dem Podium zu stehen war auch was ganz Besonderes in der Karriere. Also ich bin damals mein Karlsruhe Ziel, da bin ich als Ausreißer als erstes nach Deutschland reingefahren, also was da für Menschenmassen standen, das geht einem auch nicht aus dem Kopf und das sind auch so die Momente, die man sich so im Training immer mal wieder ins Gedächtnis ruft und sagt, wofür mache ich das jetzt eigentlich, wenn ich da mal wieder 4 Stunden durch den Regen fahre, dann weiß man wieder, wofür. Also Zuschauer sind schon immer etwas Besonderes auch für euch an Motivation. Fall. Auf jeden Fall. Also ohne Zuschauer wäre das nichts. Ja. Jetzt ist ja ein Thema im Radsport immer auch Doping. Wie gehst du damit um, mit dem ganzen Thema? Ja, es war natürlich gerade jetzt ab 2006 war ein Riesenumbruch und es viel ist aufgedeckt worden, aber der Radsport hat es begriffen und hat auch vernünftig aufgeräumt, hat nichts vertuscht. Wir haben jetzt ein sehr, sehr gutes Tool. Wir haben einen Blutpass. Wir werden ständig kontrolliert. Ich bin jetzt letzten Samstag morgens erst wieder um 6 Uhr, kommen die und sagen, guten Morgen, einmal Blut und Urin bitte. Wir sind eigentlich 24 Stunden am Tag. Wir müssen uns abmelden, 3 Monate im Voraus. Ich muss mich, jeden Tag muss ich abmelden, wo ich mich aufhalte. Mhm. Eine Stunde mindestens angeben, wo ich bin. Da darf ich mich auch nicht wegbewegen. Also es ist schon sehr weit, auch in die Privatsphäre geht das bei uns. Aber das ist in keinem anderen Sport so. Und ich denke, da sind wir Vorreiter und es wird immer Leute geben, die betrügen. Das wird es überall geben im Sport und überall auch. Aber wir haben im Radsport dazugelernt und es ist ein No-Go und es wird auch nicht toleriert. Und jetzt auch gerade mit dem neuen Gesetz, was es in Deutschland gibt, es ist nicht nur mehr irgendein Betrug, sondern man kommt ins Gefängnis dafür und das ist richtig so. Abschlussfrage, was ist dein Wunsch für den 1. Mai? Ja, ein dritter Sieg wäre natürlich traumhaft. Also das wäre, dann könnte ich eigentlich meine Karriere beenden. Das wollen wir nicht. Will ich nicht, aber nein. Aber das wollen wir nicht hoffen, der Sieg natürlich schon, aber das Karriereende dann nicht. Nein, das ist natürlich ein Traum von mir, auf jeden Fall. Alles klar, dann wünschen wir dafür viel Erfolg. Dankeschön, dass du für uns zur Verfügung gestanden hast. Liebe Zuschauer, das war's wieder hier von der Sportschau. Ich wünsche dir eine sportliche Woche. Wir sehen uns nächsten Montag wieder zur gewohnten Uhrzeit. Bis dahin, tschüss und auf Wiedersehen. Tschüss. Die Show wurde Ihnen präsentiert von der Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main. Alle fahren mit.